Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die Überraschung. Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer. Claudia. Schorsch, du musst auf deiner Seite vom Kinderzimmer bleiben. Das ist deine Seite und das ist allein meine Seite. Komm nicht über die unsichtbare Linie. Die Post! Guten Tag, Herr Zebra. Guten Tag, Papa Wutz. Ich habe Briefe für Sie dabei. Sind das auch Briefe für mich und Schorsch? Ich fürchte nein. Alle für Mama und mich. Oh. Es gibt auch noch ein Paket. Das ist sicher der Stahlbeton, den ich bestellt habe. Guck mal, die vielen Briefmarken. Die sind da drauf, weil es von sehr weit herkommt. Und tschüss. Wiedersehen. Oh, hier steht, das Paket ist für Peppa und Schorsch. Yippie! Guck mal, Mama, ein Paket für Schorsch und mich. Oh. Da ist auch ein Brief dabei. Hallo, Peppa und Schorsch. Dieses Paket ist für euch beide. Alles Liebe von Tante Dottie. Tante Dottie lebt sehr weit weg in einem anderen Land. Oh, was ist in dem Paket? Es hat Räder. Auto. Nein, kein Auto, Schorsch. Denn es hat Beine. Es ist ein Tisch. Es hat ein Schwänzchen. Oh, Tische haben keine Schwänzchen. Und hier ist auch noch ein Griff. Was ist das denn bloß? Da ist noch etwas in der Kiste. Ein Spielzeugpferd. Und ich nenne es Glitzerfuß. Hatte Hü. Glitzerfuß. Hatte Hü. Nein, Glitzerfuß. Hatte Hü. Denkt daran, Kinder. Tante Dottie hat das Paket an euch beide geschickt. Ihr müsst es euch teilen. Teilen macht doch Spaß. Kann ich zuerst mit Glitzerfuß spielen? Lass Schorsch zuerst damit spielen. Er ist der Jüngste. Hatte Hü, Hatte Hü. Schorsch spielt sehr gern mit Hotte Hü. Schorsch, das Pferd heißt Glitzerfuß, nicht Hotte Hü. Und jetzt ist Peppa dran. Ich bin Prinzessin Peppa und das ist mein Zauberpferd Glitzerfuß. Peppa spielt sehr gern mit Glitzerfuß. Upsi. Vielleicht solltest du mit dem Pferd lieber draußen spielen. Mach ich, Mami. Es ist ein bisschen steil hier. Ihr spielt besser am Fuß des Hügels. Und der einfachste Weg, nach unten zu kommen, ist runter zu reiten. Bist du dir sicher, Papa? Fall bloß nicht hin, wie du es immer tust. Ich weiß schon, was ich tue, Peppa. Ich bin ja erwachsen. Yippie! Und wie willst du anhalten, Papa? Ich hab keine Ahnung. Das Ding hat keine Bremsen. Das war schlau. Du hast den Ententeich als Bremse benutzt. Hat es hier laut geplatscht? Was meinst du mit geplatscht? Papa Wutz, du hast eine Ente auf dem Kopf. Oh, ja, also, ich bin in den Teich gefallen. Hatte Hü, Hatte Hü. Schorsch will auf dem Spielzeugpferd reiten. Los, los. Au. Das Pferd will sich einfach nicht bewegen. Wenn hier bloß jemand groß und stark genug wäre, um Schorsch anzuschieben. Ich bin groß und stark. Ich kann Schorsch anschieben. Das ist eine gute Idee, Peppa. Hatte Hü, Hatte Hü. Schorsch, es heißt doch Glitzerfuß. Hatte Hü. Glitzerfuß. Hatte Hü. Ich hab's. Weil das Pferd doch ein Geschenk für uns beide ist, nennen wir es einfach Hotte Hü Glitzerfuß. Peppa und Schorsch spielen sehr gern gemeinsam mit Hotte Hü Glitzerfuß.